Europan will eben sehr zukunftsgerichtet sein und sagt eben, wenn wir langfristig über die Veränderung unserer Städte nachdenken, dann müssen wir eigentlich die junge Generation der Planer fragen, wie wollt ihr in Zukunft leben, was muss sich verändern? Also deswegen wirklich auch dieser ganz klare Bezug auf die junge Generation der Architekten. Wir sind ein französisches Team und so, wir haben genau dieselbe Problematik. Und jetzt war die wirklich gute Gelegenheit, mit so drei Städten und auch die regionale Unterstützung etwas wirklich realistisch zu machen. Und also ja, so einfach nur eine sehr gute Gelegenheit. Die Frage der Einfamilienhausgebiete betrifft uns letztlich deutschlandweit. Wir haben ja nun in dem Idealbild des Wohnens auf dem Lande für die Familie mit Kindern, was ja in den 50er, 60er, 70er Jahren eigentlich auch die Entwicklung in vielen Orten geprägt hat, mit all den Problemen, die dann daraus erwachsen, ist heute eben genau das Problem, wie wird in Zukunft damit umgegangen. Ich glaube absolut, dass es ein Thema ist, was viele Kommunen deutschlandweit in den nächsten Jahren sehr intensiv beschäftigen wird. Natürlich müssen die Menschen eingebunden werden, denn es geht um ihre Belange. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist es so, dass es noch nicht ganz klar ist, wo die Problematik bei ihnen genau liegt. Sie merken diffus, da verändert sich etwas durch ihre eigene Lebenssituation, durch die Lebenssituation in der Nachbarschaft, nehmen sie das wahr, ohne schon genau bestimmen zu können, was das für sie für Konsequenzen hat. Und da ist, glaube ich, die Aufforderung jetzt auch an die Kommunen, das in einem sehr offenen Prozess zu gestalten, die Menschen sozusagen dahin zu führen, wie Entwicklungen aussehen könnten. Denn manchmal kommen Veränderungen viel schneller, als das dem Einzelnen vielleicht lieb ist.